Ja. Shit. Halten. Nicht drucken. Kack! Das ist schon schwer. Weiß nicht. Ah, was sagt ihr das? Scheiße. Ja, geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Feuer frei! Feuer frei! Ja, klar. Sowas von Feuer frei. Ja, scheiße. Alles gesammelt, aber nicht das. Das. Ah, scheiße. Ich sollte ein bisschen höher reinmachen. Ah, Junge. Ja. Jetzt. Geschafft. Noch gerade. Yeah. Jupp. Ah, da.
Okay, wahrscheinlich muss ich da. Ja, genau. Jawohl. Ich hoffe, das war die letzte. Ah, nein, noch einer. Das war wirklich scheiße für mir. Feuer frei! Und ja. Okay. Ich sehe nichts. Wow. What the fuck? Wo bin ich? Achso. Ja. Ja, gleich. Na komm. Junge! Geht mir jetzt. Scheiße! Guck verdammt nochmal! Ja, das habe ich. Ja, jetzt. Alter, wie das war scheiße, Leute. Okay. Oh, so sind wir jetzt, lieber Mann. Rutsche. Schon wieder. Und der ist noch extremer als vorher. Ja. Die ist eine Rutsche. Da ein bisschen weiter. Langsam, langsam. Juhu, hab ich. Ja, jetzt.
Jetzt hab ich alles! Jetzt hab ich alles, Alter! Fucking shit. Wie sieht das geil aus? Alle upgraded. Die höchsten. Das kann ich sagen. Junge, was ist das? Schalat. Das für Geräusch? Ja, also, Türe. Alter, Scheiße. Gelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Okay. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Okay, ich glaube gleich, wir sind am Ende. Die Folge wird ein bisschen länger als sonst. Oder nicht? Mano! Ja. Ich bin bei einem Trick.
Naja. Wieso sag ich das überhaupt, wenn ich habe schon. Wenn habe ich alles schon abgegradet? Ich glaube, jo, habe ich gut vermutet. Ich bin so guter Vermuter. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend, lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zur Komplizin des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können. Und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder. Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie. Mein Geist. Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Du bist verloren, und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Ja, toll. So, Leute, ja, was... Ja, haben wir bei IBS und bei letzten Kapitel des... Hä? Geister? 1, 8? What the fuck ist hier passiert? 2, 9, 11, 8, 2, 9. What the fuck? Was ist hier passiert? Sie sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug.
Deine wäre ein Triumph gewesen, obwohl du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Wir sind im Zug. So. Warte. Also hier ist glaube ich Finale. Und ja Leute, das war's. Und Leute, bis nächstes Mal. Ciao.